Wer mich kennt, der weiß, dass ich Caps über alles liebe und genau deswegen hatte Wondi und ich den Einfall, dir diese Faszination näher zu bringen. Die Entstehung der Cap ist scheinbar umstritten, allerdings ist der Entstehungsort in Amerika. Eine Quelle sagt, dass es 1894 üblich war, dass Spieler bei Baseballspielen Strohhüte trugen. Allerdings trugen die Spieler der New York Yankees an ihrem Spiel am 24. April 1894 die erste Form einer Cap. Sie hatte vorne noch keinen Schirm dran, auch der Name war ein bisschen anders. Hemispherical Hats wurde das Ding genannt und erst 1940 wurde der Schirm hinzugefügt, um die Spieler vor der blendenden Sonne zu schützen. Eine andere Quelle sagt, dass es auf die Brooklyn Excelsiors zurückgeht, die sich 1960 dazu entschlossen, eine Kopfbedeckung zu tragen, die aus 6 Paneelen und einem versteiften Schirm bestand. In Deutschland verbreitet sich die Basecap in den 70er Jahren und der Trend, die Cap nach hinten zu drehen, entstand in den 80er Jahren. Die Hip-Hop- und Skateboard-Szene entdeckte dieses Mode-Accessoire für sich und etablierte es neben anderen Kleidungsstilen als modisches Erkennungsmerkmal. Unter anderem begannen sie, die Cap nach hinten zu drehen, während sie sie trugen, und so schwappte dieser Trend auch nach Deutschland rüber. Schnell erkannten Unternehmen die Möglichkeit, die Cap als Werbefläche zu nutzen und ließen ihre Logos darauf positionieren. Auch One.de nutzt die Basecap, um seine Marke One Gaming zu präsentieren. In 3 verschiedenen Farbausführungen, schwarz, weiß oder blau, gibt es auch wieder eine neue Snapback-Variante. Nutze deine Chance auf eine neue stylische Cap aus der Merch-Kollektion in einer Farbe deiner Wahl und zeige jedem, dass du Teil der One Family bist. In diesem Video ist ein Lösungswort versteckt und der zweite Teil des Begriffs wird zwischen 21. und 27. November auf dem Instagram- oder Twitter-Account von One.de bekannt gegeben. Schicke das Lösungswort dann bis zum 4.12. an mich per E-Mail, Discord PN oder Twitch-Flüsternachricht. Die beiden Gewinner werden aus allen Einsendungen ausgelost. Lange Zeit galt die Meinung, dass ältere Männer, die als jung gelten wollen, die Caps aus diesem Grund trugen. Es hatte eine negative Auswirkung auf die junge Bevölkerung. Heutzutage ist man diese alte Denkweise hinweg und die Kappe ist über alle Generationen und Geschlechter hinweg ein beliebtes Accessoire geworden. Ob als Bestandteil der Bekleidung oder als schnelle Abhilfe beim Bad Hair Day. Die Cap ist ein Multitool für jedermann. Bist du auch ein Fan von Caps? Oder findest du es eher optisch grausam, wenn jemand seinen Kopf darin vergräbt?